Also ich bin mit heute Vormittag selbst sehr zufrieden, dass wir diesen Text dann nach langem Ringen dann auch haben gut bestanden und dass er angenommen worden ist. Also dass wir als Frauen auch verkündigen in der Eucharistiefeier, dass die Bischöfe sich dafür einsetzen und dass wir auch einen weiteren Konsultationsprozess miteinander versuchen, dann auch Frauen in Teilhabe bei der Feier der Sakramente. Also da bin ich sehr zufrieden. Heute Nachmittag auch, dass so deutlich mit so großen Mehrheiten auch nochmal unterstrichen wurde, dass wir gemeinsam erkennen, wie hoch die Belastungen sind, sexualisierte Gewalt und geistlicher Missbrauch auch von erwachsenen Frauen und dass wir da gemeinsam Schritte gehen, wie auch Prävention sein kann. Das finde ich auch sehr gut. Und am Ende ist halt in aller Ehrlichkeit deutlich geworden, dass wir noch weitere Überlegungen anstellen müssen, wie Synodalität gemeinsam gehen könnte. Konkret heißt das also das, was ja auch schon vielfach geschieht, dass kompetente, dazu auch ausgebildete Frauen auch in der Eucharistiefeier das Evangelium auslegen. Es geschieht schon vielfach, aber jetzt können auch Ordnungen entsprechend dann eingerichtet werden, dass Verlässlichkeit in diesem Zusammenhang auch besteht.